So. Und ich habe herausgefunden, diese Dojos. Oh. Hoch, Dummesel. Was hast du vor? Hey, Teddy und Doki. Wollt ihr vielleicht mit mir nach Rastatt kommen? Von mir aus kann man eine Fata Morgana sehen. Was? Eine Fata Morgana? Du meinst, wenn man etwas am Himmel sieht, das eigentlich ganz weit weg ist? Genau. Man kann sie wohl manchmal von Rastatt aus sehen. Und die anderen haben gesagt, heute ist sogar besser als sonst. Sie haben sich schon alle am Hügel, oben auf dem Hügel eingefunden. Alles klar. Natürlich wollen wir die Fata Morgana auch sehen. Doki, komm, gehen wir auch hin. Ja, machen wir. Story! Zumindest ein bisschen. Wow, sieh doch nur, wie viele Pokémon schon hier sind. Oh, ihr seid ja auch gekommen. Da drüben. Man kann die Fata Morgana klar und deutlich sehen. Oh. Oh. Ja, wow, das ist schön. Da schwebt ja echt was Großes in der Luft. Ja, es sieht aus wie ein großer weißer Berg. Aber was ist das? Das ist der Riesengletscher im Norden. Ein Riesengletscher? An der Küste im Norden ragt ein riesiger Gletscher empor. Ich habe ihn auch bloß von einem Berg in Meeresnähe aus gesehen. Der majestätische Anblick des Gletschers war jedoch wirklich beeindruckend. Ja, das klingt fantastisch. Ich will ihn auch sehen. Ja, ich auch. Dieser Riesengletscher. Was ist das wohl für ein Ort? Es kursieren allerlei Gerüchte, was man dort womöglich findet. Die Rede ist von einem Riesenkristall aus Eis. Aber das sind alles nur Gerüchte. Die Wahrheit kennt niemand. Wieso? Weil bis jetzt noch niemand oben auf dem Riesengletscher war. Naja, so heißt es zumindest. Gigantische Gletscherspalten versperren den Weg dorthin. Und weil es so ein mysteriöser Ort ist, verschieben sich diese ständig. Die lassen sich gar nicht kartografieren. Über die Gletscherspalte hinwegfliegen geht wegen der eisigen Winde auch nicht. Ja, verstehe. Denn mit unserer momentanen Stärke können wir wohl kaum an einen solchen Ort gelangen. Und trotzdem, eines Tages will ich dorthin. Zum Riesengletscher. Hey, ich auch. Hey, du sagst es. Wir müssen fleißig trainieren, damit wir stärker werden. Machen wir uns für heute wieder an die Arbeit. Kommt schon. Okay. Ja, Story, Leute. Story. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann werden wir an diesen Gletscher, Riesengletscher kommen. Ich habe halt echt keinen Plan wann. Aber irgendwann. Ah. Ja. Hallo. Danke, dass du so geduldig wart. Endlich. Endlich kann ich meine Lade wieder öffnen. Das ist einfach nur echt toll. Auf gute Geschäftsbeziehungen. Ja. Wir können die Goldbarren tauschen. Bring eine goldig glitzernden Schätzchen ruhig zu mir her. Gegen Items austauschen? Was hat er denn so? Lieber so. Den Rest können wir uns wieso nicht wirklich holen. Doch hier, Preisticket? Silberlos, goldlos, roter Schlüsselbogen, schwarzer Levisor. Treffer-Memo. Erhöht die Genauigkeit einer Attacke in einem Dojo. Okay. Attacken hat er sogar auch. Können wir uns mit Lebersam holen, ne? Wir rushen es einfach mal. Wie viel Geld kriegen wir dafür? Einer gibt uns 555 Poke. Ich glaube, das ist sogar noch mehr wert, oder? Aber wir lassen es mal. Ich will mir vielleicht irgendwann mal eine coole Attacke davon kaufen. Oh, musst du jeden Spruch immer, also jeden Satz immer nochmal sagen? Warum hat es das ins Spiel geschafft? Warum wurde das einprogrammiert ins Spiel? Jetzt mal for real. Ja, wir haben die Fata Morgana gesehen. Ja, ist okay. Oh Gott. So, wir könnten für Lino Geschenk. Ah, okay. Damit machen wir also Geschenke wirklich für Pokémon. Dann wollen diese Pokémon hundertprozentig in unser Team, ne? Was wäre denn cool? Nimm. Picochilla. Ich kenne die ganzen Namen halt nicht. Vielleicht hätte ich vor Mystery Dungeon doch mal irgendwas anderes spielen sollen. So schwarz und weiß oder so. Ist ja auch schwarz und weiß ausgelegt, ne? Wir haben eine Box, merke ich gerade.
Wir haben sogar zwei Boxen, ne? Eine Schatzbox, eine Top-Elixier. Okay. Ist ja noch eine Schatzbox. Boah. So, was ist hier drin? Please, irgendwas Cooles. Goldbarren. Einen? Kurz mal stehen bleiben. Ah, okay, so geht's auch. 10 Goldbarren, okay. V-Welle ist Wasser, alles klar. Keklion-Laden, was hast du denn so im Angebot? Oh. Hey, jeder muss irgendwas dazu sagen, zu der Fata Morgana. Lebersam Lichtschild Fußtritt. Oh, die ist nett, die Attacke. So, senkt das Tempo des nicht irgendwann mehr oder so. Ich glaube, das kann keiner von uns erlernen, deswegen ist das eigentlich eher unnötig. Also gar nicht, ne, so nötig zu kaufen. Das Zinkband packen wir weg. Teamattacken können schneller eingesetzt werden. Das ist nett, aber naja, muss nicht sein. 2 Belebersamen. Lassen wir mal immer Levelsamen, legen wir ab. Das legen wir alles ab. Das legen wir ab. So. Geld ablegen, sind zwar nur 118, aber ablegen. Und dann... Ah ne, ich glaube, ich muss ein bisschen Geld mitnehmen, ne? Ich wäre... Warte mal. Ja, ich wollte was zu den Dojos sagen, ne? Items nehmen. Nein, nicht Items nehmen. Geld nehmen. Mitnehmen. Nehmen wir einfach mal kurz das ganze Geld mit. Und zwar, soweit ich das jetzt verstanden habe, soweit ich das jetzt gelesen habe, ich habe es halt nur überflogen. Aber schätzungsweise können in diesem Dojo dann wirklich die Pokémon trainieren? Oh, nein. Oh. Die dann das Typ-Dojo haben, sag ich mal. Wir wollen mal gucken, was können wir denn für Dojos bauen? Normal Feuer. Feuer-Dojo wäre eine Idee. Brauchen wir noch schimmernden Metall zu. Okay, Elektro-Dojo auch. Und gibt es denn auch ein Drachen-Dojo? Ja. Okay, wir brauchen ganz viel Schimmermetall, um die ganzen Dojos zu bauen. Oh, was noch? Verdammt, nein. Oh. Please nochmal. Nein. Nein. Oh. Das ploppt so schnell auf. Ich hasse es. Warum ploppt sowas dann ganz schnell auf? Wir brauchen Hartsteinsplitter. Nur Hartsteinsplitter oder? Ja, auch nochmal, okay. Auch nochmal, okay. Wir brauchen also noch 4-mal Hartsteinsplitter und 6-mal Schimmermetall. Okay. Theoretisch, ne? Wenn die Story nicht schon bald losgeht. Werde ich halt nur annehmen, wenn ich halt viel Stuff zwischendurch noch machen muss. Hartsteinsplitter, da haben wir welche. 2 Stück. Ich will gerade erst Schimmermetall, da. Haben wir auch Schimmermetall Hartsteinsplitter? Kombi? Ja, hier. Aber lieber andersrum, bitte. Nee. Ja, was machen wir denn? Hier hatten wir auch nochmal 2-mal Schimmermetall, ne? Ist auch okay. Machen wir Hainhöhle. Hainhöhle? Okay. Ja. Machen wir, ne? Ja. Auf den Weg machen. Ach man, Leute. Wenn ich es richtig, also wenn ich jetzt eben richtig auf die Zeit geachtet hatte, habe ich im letzten Part nicht wirklich was getan. Abgesehen von 2 Dungeons gemacht. So. Also im letzten Part war noch nicht wirklich Story. Das war ja alles in diesem Part, oder nicht? Wenn ich das richtig zusammengeschneide, sag ich mal, beziehungsweise auch die Zeit richtig gesehen habe. In meinem OBS-Fenster. Oh, muss das sein?
Zum Glück wurde ich nicht verwirrt, ey. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, ne? Naja. Gut, und ich hoffe mal, das geht gleich nach diesem Tag hier schon weiter. Also nach dieser Quest, das ist ja dann ein Tag. Schon weiter mit der. Ne? Wisst ihr Bescheid? Leminip. Nein, komm. Ich weiß nicht, ob wir dich schon haben oder nicht. Ich will halt nicht doppelte Pokémon unbedingt im Team haben. Oh komm, das muss ich noch machen. Oh. Oh, wow. Das war viel Damage. So. Ich hoffe, es geht gleich hier nach dem Tag schon weiter mit der Story. Ich weiß gar nicht, was genau dann passiert. Tatsächlich. Irgendwas. Ich weiß es nicht. Also jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Ich glaube, wenn ich lese oder sehe, was passiert, dann kann ich mich grob erinnern, dass sowas in der Art irgendwie erwähnt wurde, so, ne, klar. Also prinzipiell wüsste ich jetzt gerade nicht, was bald passiert. Oh! Level up, Leute! Oh, keine neue Attacke. Manu. Ist das zwei Level her, glaube ich, dass wir Doppelhieb erlernt haben, aber das ist egal. Zack. Och nee. Nicht der Fluchtwert. Oh. Komm her. Komm her. Danke. Oh, Gewissheit ist bald Level Up, ne? Nee, nicht Level Up. Ich glaube, eine Leiste wieder voll, oder? War rot jetzt schon? War rot schon? Ende? Nee, grün, ne? Nee, grün war Anfang. Nee, blau war Anfang. Dann grün, dann rot. Oh, lol. Oh, Gewissheit ist bald Level Up, Leute. Gewissheit ist bald Max-Level. Gewissheit ist bald Max-Level. Das finde ich sehr schön. Hallo. Nein, Gewissheit geht nicht mehr. Manu. Ach komm. Zack. Weitergehen. Dö, 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 dö. So, was machen wir jetzt? Komm, machen wir jetzt dieses Doppelhieb, ne? Würde ich sagen. Doppelhieb ist eine schöne Attacke. Die noch stärker zu machen, ist, glaube ich, echt nice. Würde ich mal sagen. Doch, doch, ich glaube schon. So. Hallo, Leminip. Nein, was? So. Tschüss, Leminip. Erstarrorb. Ja, lässt den ganzen Raum erstarren, das weiß ich. Die ganzen Orbs und so, die meisten kenne ich wahrscheinlich. Es gibt bestimmt neue, aber die meisten kenne ich noch. Ich wollte gerade eine Ebene höher gehen und dachten mir so, warum? Hallo. Loki, du bist hier wegen dem Job. Hallo, was bist du? Alter. Serapendra. Ich hätte nicht gedacht, dass das Pokémon so krass aussieht. Wie gesagt, ich kenne die meisten Pokémon nicht. Weil Schwarz und Weiß nie wirklich gespielt. Beziehungsweise, es ist mal ewig her, dass ich es einmal durchgespielt habe, aber seitdem nie wieder angefasst habe. Es ist ewig her, ich habe mir noch nicht alle Pokémon da gemerkt. Weißt du, mit Diamant und Perl weiß ich sie alle noch. Weiß nicht alle, aber doch schon einen krassen Großteil. Aber ab da, ja, alles was danach kam, nicht mehr. Ich glaube, Diamant, Perl und Platin wird auch meine Lieblingsreihe bleiben. So, doch, Generation 4 ist meine Lieblingsgeneration, glaube ich. Es war so geil. Es ist so geil. Eine Mitteilung der Abenteuergilde. Bis jetzt hast du stets Doki gesteuert und spannende Abenteuer erlebt. Ab fortan kannst du auch im Paradies bleibende Pokémon. Wow, wie doof ist das denn bitte? Also, I'm sorry, aber das ist doch... Nee. Nee. Das darf erst kommen, nachdem man die Story durchgespielt hat. Jetzt mal im Ernst. Ich meine, ich mag diese Idee, dass man auch andere als ein anderes Pokémon spielen kann, klar. Aber... Warte, ich kann auch mal durchlesen, was die Einrichtung macht.
Ich rede gleich nochmal weiter. Historische Konstruktion, je höher der Ausbau. Achso, stimmt. Das finde ich, ich finde das doof, dass es jetzt schon kommt. Ich finde die Idee gut, dass man auch andere Pokémon steuern kann und so. Mit anderen Pokémon in den Dungeon gehen kann. Aber das, dass es jetzt so früh kommt schon. Warum? Also, I'm sorry, aber das ist echt kacke. Tut mir leid. Ich habe mir früher mal bei geschäftlichen Sachen geholfen. Ich habe mir riesig gefreut, wir waren aber schon wieder Arbeit. Ich werde auch mein Bestes geben, okay. Wird wieder ein Rüber gemacht? Okay. Wir wollen mehr Land erschließen. Okay, wir können jetzt ein neues Grundstück erschließen, alles klar. Meine Geschick in diesem Bereich ist gut. Ja, okay. Yeah! Zeit für was Neues. Okay, wir können eine neue Art erschließen, das ist schön. Ich lese das jetzt nicht vor, es tut mir leid, aber das ist halt dieses stumpfe Ja, das und das. Okay. Neue Einrichtungen, also ausbauen und so, schön. Aber das ist alles nichts, was ich jetzt unbedingt vorlesen wollen würde. Komm im Feuer-Dojo, hier kannst du Attacken vom Feuer vervollkommen. Attacken-Memo? Kann eine Attacke gratis trainiert werden? Okay. Ja, ich mach mal. Wow. Willkommen im Freundesmodus. Okay, zwei Gefährten auf Abenteuerreise durch allerlei Dungeons. Aber was machen eigentlich all die anderen Freunde im Paradies, während Loki und Co. unterwegs sind? Hast du dir bestimmt schon öfters gefragt, oder nicht? Mein Modus findest du es heraus. Ich spiele mit den ganzen Pokémon, die im Paradies geblieben sind. Steuere ein lebensspannendes Abenteuer, die nichts mit der... Achso. Nein, ich will nicht. Oh nein. Oh. Nein. Möchte nicht. Ja. Okay. Statistiken. Teddy. Wo sind deine Attacken? Wow. Das hat ja Nitrola, Alter. Wow, ich bin begeistert. Wie hart das gelevelt. Okay. Nette Sache mit den Dojos, aber vor 100 Poke so wenig Level, muss er die einfach nur dreimal einsetzen und das hat er mehr. Also, I'm sorry. Aber, also, erstmal März. Ich glaube, es passiert nichts. Wenn wir jetzt einfach nur hierher kommen, nee. Wow, also dieser Tag war wieder relativ für einen Arsch, so. Weil das nicht so krass viel gebracht hat irgendwie. Aber naja, gut, okay. Können auch die hübsche Box abholen, meine ich. Oder kaputt machen lassen. Ja. Immerhin hatte dieser Part ein wenig Story bisher, ne? Also, so ist ja nicht. Naja. Goldbarren, schön. Also... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Sowas, was, ne? Also, dass man für die Quests auch nur, nur diese Materialien bekommt. Aber, oh, warte, nein. Ich will es normal lesen, Nein, oh, verdammt. Okay, um neue Dungeons zu entdecken, okay. Aber ich muss mich ihnen allein stellen. Hinweis, dieses Portal öffnet sich, wenn du ein Jobabenteuer... Du musst es alleine durchstreiten, als Repräsentant deines Teams. Aber im lokalen Modus kannst du mit Bekannten auf Expedition gehen.
Doch Vorsicht, die Dungeons hinter diesem Portal können sehr gefährlich sein. Du kannst nur im Freundesmodus zusammen mit Bekannten losziehen. Wechsel einfach zu dem... Lokalmodus, okay. Das ist ja doof.